Hallo in die Runde, Schicksalsmittwoch, dritter Kampftag, blutiger Kampf, 5 Sterne ohne Grün. In meiner Verteidigung hat sich einiges getan. Ich bin heute Morgen B gewesen und habe dafür auch B Punkte bekommen. Finde ich super. Hier oben sieht man es, Text 09 war der letzte und in der Zeit, der angegriffen hat. Und das war B. Level 63. Alles mit 20, ja, ein Grabmacher lediglich mit 10 und auch nur eine rote Mana-Truppe. Ja, dann gehen wir direkt in den Angriff. Oh. Man könnte jetzt irgendwas umstellen, ich sehe es aber nicht. Ich sehe es echt nicht. Der macht Single-Schaden, ne? Boah. Alter Schwede, ey. Der wird so reinhauen. Ja, ist egal. Ich glaube nicht dran, dass ich den packe, aber vielleicht wird man ja eines Besseren belehrt. So. Da ist Blau gleich schon fertig. Und damit löst er aus. Ja, auch das reicht nicht. Da müssen wir uns noch mal neue. Wo kam das denn jetzt her? Die haben sich doch gerade selbst gekillt, oder? Das sieht doch jetzt gar nicht mehr so schlecht aus nach eben, nach dem ersten Einschlag. Ja, ich würde sagen, das haben wir dann doch noch gewonnen. Das muss ich mir später nochmal im Replay angucken. Das ging ja ratzfatz. Gegenschlag hat geregelt, würde ich fast sagen. Hups, den wollte ich nicht machen, aber ist okay. Da kann ich leben. Lassen wir die Minions arbeiten. Lassen wir die Minions arbeiten. Ja, schnelles Ding. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Unglaublich. Also ich bleib dabei. Anastasia ist richtig, richtig stark. Okay, hier ist es auch wieder so, der Gegenschlag muss sitzen bevor. Das Problem ist, Elizabeth, oh, was könnten wir machen? Wir könnten Lila gegen Blau tauschen. Möchte ich aber eigentlich nicht. Krampus kann 4 Angriffe fangen, notfalls. Ja, von allen 4 Angreifern, bis auf die Gift-Minions, die muss man halt schnell wegkriegen. Dann spielen wir auf die rechte Seite und hoffen auf Krampus. Ich löse aus. Nein, hör auf, hör auf, hör auf. Okay. Also, wir bestellen uns mal Minions. Wir hauen dann noch Devana drauf. Hat nicht gereicht. Das ist nicht cool. Morel müsste sich selbst killen. Nein, 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 nein!
Nein! Okay, der Gegenschlag ist oben. Das wird auf jeden Fall dem Gegner auch wehtun. Das tut ihm sogar sehr weh. Und damit hat er sich selbst gekillt, würde ich sagen. Jetzt muss ich noch ein, zwei Runden durchhalten, bis die Minions sich ihn killen. Aber er killt sich selbst. Okay, tut er nicht. Hätte aber tun müssen. Ist egal, wir lösen einfach aus. Die Minions regeln das schon. Wobei, ach scheiße, ich habe ja gar keine Minions. Ich habe nur Fiends. Oh, Alfrike. Wir bleiben so. Leonidas ist fast ein zahnloser Löwe, möchte ich sagen, weil er. Und allein weil ich es gesagt habe, kriege ich deswegen schon komplett aufs Maul von ihm, weil er einfach nichts hat, was folgt. Sif macht ja keinen direkten Schaden. Krampus hebe ich mir noch auf. Und jetzt gehe ich gleich in die Vollen. Okay, das hat nicht gereicht. Weil natürlich sie den 50% Reduzierer drauf hat. Ah, das reicht nicht. Wie lange hält das noch an? Ein Zug, okay. Sif darf nicht auslösen. Wenn ich den grünen verschiebe, passiert nicht allzu viel. Ach du Mist. Das war zu viel. Okay, das haben wir jetzt definitiv verloren. Können wir fliehen? Ja, ist die Frage, kriegen wir vorher noch was? Vielleicht kriegen wir Sif noch? Ich glaube nicht. Ja, dann war es das jetzt. Ja, das überlebt sie nicht. Okay, wir können immer noch am Schicksalsmittwoch rausfliegen. Und ich muss auch sagen, ich werde mich nicht einkaufen, trotz Beben. Ich kann morgen und Freitag nicht spielen. Habe ich keine Zeit. Deswegen wäre es eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ich rausfallen würde. Puh. Ich müsste mit Lila spielen. Allerdings will ich auf Krampus nicht verzichten. Alternative wäre Freya und Rigard. Aber ich glaube, ich bleib so. Wenn die Minions kommen, dann ist das eigentlich super. Wie kriegen wir die Gelben zusammen? Machen das anders.
zweimal Schaden gemacht? Das muss ich nachschauen. Gleich, zumindest sah das irgendwie komisch aus. Er wird jetzt vernichtet, ist egal, auch wenn ich da nichts mehr über habe. Nicht gut. Okay, das sollte schade. Okay. Dann machen wir mal einen Spott und machen uns mal noch mal ein paar Lebenspunkte. Ist die Frage, ob er es überlebt? Ja, wir machen uns noch mal Lebenspunkte. Okay, das ist nicht gut. Wie kriegen wir jetzt hier noch ein bisschen was? Wir müssen erstmal den dauerhaften Schaden, auch wenn es wenig ist, versuchen zu verringern. Wir haben Zeit, wir lassen die Minions spielen. Da kann ich hier zwei Dreier machen. Ich bin vor ihm dran auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Ah, auch das haben wir noch gewonnen. Unglaublich. Gucken wir. Oh, gegnerischer Krampus. Wir haben keine erhöhten Lebenspunkte. Sonja muss auf jeden Fall wieder umgespeckt werden. Okay, das sieht nicht gut aus. Und mit nicht gut meine ich gar nicht gut. Was haben wir für Optionen? Unten der, den er vorschlägt, auf keinen Fall. Ich mache den, das hat den schlanken Vorteil. Ich kann Krampus aktivieren. Und zumindest ein bisschen Farbe hochspielen. Der wird gleich auch auslösen. Das ist nicht gut für mich. Es wird nicht besser, aber auch nicht schlechter. Eigentlich hätte der Sonja es doch runternehmen müssen. Krampus noch oder kriege ich es jetzt komplett ab? Ah, sehr gut, Krampus läuft noch, sehr schön. Ich muss mal sagen, Krampus ist für blutigen Kampf einfach der Hammer. So, dann bauen wir den Diamanten und jagen wir mal alles, was grün ist, weg. Gibt keine andere Möglichkeit. Hier muss mal alles weg.
zumal aktuell noch der Gegenschlag da ist. Das ist gut. Das hätte fast für ihn gereicht. Hier ziehen wir uns ein bisschen gelb zusammen. Das ist nicht cool. Schade. Wir nehmen als erstes. Wir gehen auf Nummer sicher. Wir nehmen Onyx raus. Och Mann, das war nicht cool. So, dann versuchen wir noch mal ein paar Lebenspunkte zu machen. Und weil alles auslöst und wir jetzt den Gegenschlag haben, sollte das eigentlich reichen, dass sie sich gegenseitig selbst killen. Gucken wir mal. Wenn nicht, habe ich jetzt genügend Gelb da. Das ist gewonnen, das Spiel. Ernsthaft, den falschen? Trotzdem gewonnen. Also man kann sagen, wenn Anastasia überlebt hat, dann habe ich das Match gewonnen. Top 5% und wir sehen den Donnerstag. Ich schwimme, aber alles ist gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann hören und sehen wir uns vielleicht morgen früh noch. Kann auch sein, dass ich die ganzen Dinger nachreichen muss. Das steht noch nicht fest. In diesem Sinn, euch einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss.